Ein weißer 16 Meter langer Strich als Akt des zivilen Ungehorsams. Gemalt in einer spontanen Aktion von Professor Henning Schluss am Oranienburger Havelweg. Immer wieder kam es hier an dieser unübersichtlichen Ecke zu dramatischen Unfällen von Radfahrern, die mit vollem Tempo zusammengestoßen sind. Eine fröhlich-anarchistische Tat des Erziehungswissenschaftlers und begeisterten Radfahrers, der seinem Namen damit alle Ehre macht. Motto: Schluss mit der Gefahrenstelle. Das war nicht rechtskonform. Ne? Manche haben gesagt, das ist eine Gefährdung, ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ich würde eher sagen, dass den Strich nicht zu malen war, der gefährliche Eingriff oder die gefährliche Unterlassung. Das war im August. Monatelang bleibt der weiße Farbbalken unangetastet, trennt die entgegenkommenden Radfahrer in rechte und linke Spur. Dann flattert dem renitenten Professor eine Rechnung der Stadt Oranienburg für die Beseitigung der Bodenmarkierung in den Briefkasten. Die Höhe belief sich auf 442,68 €. Ein Stadtverordneter, Herr Bujok, hat direkt in der Sitzung, als der Bürgermeister das gesagt hat, schon 20 € dem bar in die Hand gedrückt. Die hat man dann freundlicherweise hiervon schon abgezogen. Verrückt. Kurz danach lässt die Stadt den Radweg professionell noch einmal markieren. Das sei ja schon lange geplant gewesen. 2 Jahre für einen simplen weißen Strich. Der Professor brauchte weniger als eine Stunde dafür. Übrigens, die Europäische Zentralbank in Frankfurt wurde komplett neu in knapp 2 Jahren gebaut. Ein erfolgreiches Milliardenprojekt. Und die Chinesen bauten diesen 57 Stockwerke hohen Hotelwolkenkratzer in gerade einmal 19 Tagen. Der Strich von Oranienburg dauerte 2 ganze Jahre. Eigentlich war für den Farbbalken nur 1 Jahr vorgesehen, sagt der Pressesprecher der Stadt. Also ich kenne den Vorgang vom Beginn der Beantragung, wo es bei mir auf dem Tisch war. Es hat zu lange gedauert, ein Jahr ist lange an der Stelle. Aber es ist halt nicht richtig, dann Selbstjustiz zu ergreifen. Das hat die ganze Sache am Ende noch verzögert. Der Professor hat also Schuld. Der 51-Jährige macht seine Tat via Facebook öffentlich, bekennt sich als Pinselanarchist und erntet eine Welle der Zustimmung. Ich habe nur einen Teil der Rechnung dann auch veröffentlicht und daraufhin gab es eine enorme Reaktion. Menschen, die gesagt haben, wir beteiligen uns, wir spenden. Manche haben ein paar Kneiper in Oranienburg haben eine Spendenplattform aufgemacht, wo jetzt insgesamt über 250 € inzwischen schon zusammengekommen sind. Und eine Hausverwaltung hat gleich die gesamte Summe auch noch übernommen. Der Fahrradrebell würde deswegen alles noch einmal ganz genauso machen. Professor Schluss hat erreicht, was er wollte und hat bewiesen, dass Zivilcourage sich durchaus lohnen kann. Die Solidarität der Oranienburger, für ihn ist sie der beste Beweis dafür.